Die Hobbytheke mit Jan Fust. Herzlich willkommen in der lustigen Hobbydingens Theke zum Basteln mit mir, dem Jan Fust. Wie in der letzten Folge angekündigt, wollen wir ja heute wieder etwas total Sinnloses basteln, nämlich einen Audio- und Videomixer. Dieses haben wir aber leider verwerfen müssen, da es uns nicht gelungen ist, einen preiswerten Gruppe 3 Mixer bei eBay zu ersteigern. Auch haben wir festgestellt, dass es schwierig wäre, MP3s in diesem zu laden. Die Zeit der Schallplatte ist vorbei und auch die Audiokassetten bekommt man nur noch sehr schlecht. Und seien wir doch mal ehrlich, sie würden ihre guten, teuren, erworbenen Musik- und DVD-CDs doch auch nicht für so eine Driss zerstören. Nach reichlicher Überlegung und drei harten schlaflosen Nächten hat es mich erleuchtet. Da kann ich nur sagen, danke an meine Frau, die ohne Licht nämlich nicht einschlafen kann und sich zu dem Zweck extra einen 300 Watt Halogenanstrahler neben das Bett gestellt hat. Mann, 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 das Zappeln machen wir echt durch. Mal eben ein Schlückchen Kölsch und dann können wir anfangen. Ah, das schmeckt frisch, aber echt sowas von frisch. Meine Damen und Herren, heute bauen wir uns eine echte Drehorgel. Hierfür benötigen wir unter anderem eine alte Heimorgel, eine runde Tischplatte vom Wohnzimmertisch, einen Winkelschleifer, natürlich geht auch ein ähnliches Gerät, zum Beispiel eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber oder eine Kreissäge tut es natürlich auch. Nicht zu vergessen jede Menge Schrauben, Winkel und einen Stromanschluss mit mindestens 16 Ampere. Beinahe hätte ich es wichtig zu vergessen. Wir brauchen natürlich nur jemanden, der für uns auf der Drehorgel später was spielen wird. Daher haben wir uns einen netten und jungen dynamischen Vollblutmusiker in die Sendung eingeladen. Keine Sorge und keine Angst, liebes Publikum, der Pianist Richard Kleiderschrank ist nicht. Aber dazu später mehr. So, zuerst nimmt man die Bohrmaschine und fixiert sie mit 8 Schrauben und 4 Winkel auf dem Boden des Studios. Nun setzen wir die Tischplatte oben auf den Bohrkopf, sodass die Tischplatte in der Horizontalen steht. Dank der Hilfe zweier Mitarbeiter heben wir jetzt die Heimorgel auf die Tischplatte und montieren sie mit einigen Schrauben. Fertig. Ja, da das alles ein bisschen aufwendiger ist, haben wir da hinten schon mal was vorbereitet. Der Orgel haben wir intelligenterweise den Namen Twister 220-500-5M gegeben. Twister, weil Wirbelsturm ähnlich. 220 wie in dem Strom und 500-5M wie in den 500 Umdrehungen und den 5 Meter Kabel an dem Ding. Aber nun genug gesappelt. So, begrüßen Sie mit mir auf der Herzlichste bei uns im Studio, Helge S. Na, hallo Helge. Mein Name ist Schneider. Guten Tag. Hallo Jan. Ah, du weißt ja anscheinend auch schon, worum es geht. Natürlich Jan, kein Problem. Okay, dann nimm mal doch deine Orgel Platz, denn jetzt darfst du exklusiv für unser Publikum etwas auf dieser Drehorgel spielen. Wieso Drehorgel, ja? Das sieht aus wie eine ganz normale Weltraumorgel, wie ich sie immer mit in mein Konzert nehme. Helge, dir das jetzt zu erklären, das wäre kompliziert. Aber du kannst anfangen. Während der Helge jetzt an der Orgel spielt, kann ich erstmal an meinem Kölsch schnippen. So, jetzt werde ich den Stecker des Motors von der Bohrmaschine einstecken, damit aus der Orgel eine richtige Drehorgel wird. Stecker ist drin und jetzt gucken, was passiert. Ja, das läuft ja sehr langsam an. Der kleine Motor, die Tischplatte, das dauert, bis der den auf Touren gebracht hat. Mein Tipp, nehmen Sie eine Bohrmaschine mit stufenloser Geschwindigkeit. Dann können Sie, so wie wir, das Tempo langsam erhöhen. Oh, mir wird so blüberrand. Irgendwie dreht sich alles. Oh, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ich werde mich jetzt langsam mal in Sicherheit bringen und mich hinter der Couch verschanzen. Und wir drehen das Ding jetzt mal so richtig auf. Oh, jetzt sollte man langsam unseren Kopf einziehen. Und weg ist er. Mann. Ich glaube, wir haben den gerade in eine andere Dimension befördert. In die Twilight Zone. Auweia, das gibt bestimmt noch hier im Sender mächtig Ärger. Obwohl anders überlegt, es ist ja kein Verlust für die Musikwelt und für die Menschheit auch nicht. Na gut, unsere Sendezeit ist zu Ende. Und ich denke, wir hätten das ja nicht hier lustiger machen können. Denn der Mann ist einmalig. Ein Dank an Helge und natürlich an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie dran geblieben sind und nicht abgeschaltet haben. Und in nächste Woche, da gehen wir in die Küche. Denn dann machen wir uns eine klasse Barbecue. So, aber jetzt, husch husch, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal in meiner kleinen Hobbytheke, sagt ihr Jan Putz.